Vorlesungen haben wir noch und danach, weil wir sehr, sehr gut in der Zeit liegen, werde ich euch danach in eine 10-minütige Pause schicken. Ihr dürft dann also nachher aufs Klo gehen, euch nochmal was zu trinken holen, Luft schnappen, beziehungsweise ich weiß nicht, ob da draußen so viel mehr Luft ist als hier drin. Aber diese junge Dame kommt aus Trier und das ist ganz wundervoll. Wir haben in Luxemburg zusammen auf der Bühne gestanden und ich habe ihr gesagt, wann immer du in Berlin bist, melde dich und wenn ich einen Slam habe, kannst du dort immer auftreten. Sie macht zurzeit Urlaub in Berlin und hat mir tatsächlich eine Nachricht geschrieben, darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut. Eine U20erin, wie man so schön sagt, also eine Poetin, die das 20. Lebensjahr noch nicht erreicht hat, aus dem schönen Trier. Bitte macht einen Riesenlärm für die wundervolle Lea Sophie Keller! Hallo zusammen. Ich habe ein Gedicht mitgebracht und das heißt Leben oder Sein, entscheide dich, bevor es zu spät ist. 3 Tage, 3 Tage noch. Schatten spielen, düstere Streiche, Seele lassen, durchdringt dein Ohr. Starke Spitzen steuern Tränen, schweren Herzens, schwere Steine stechen auf zur Seele. Zwei Stunden noch, Angst durchdringt deine Atemwege, jeder Augenblick scheint auswegslos. Herzensschmerz durchdringt die Seele, schon bald erreicht dich Seelentod. Du bangst, du weinst, du schreist dich aus, schmerzende Schreie aussichtslos, dein Atem flach und ausgehungert, dein Herz bedeckt von schwarzem Blut, zerbeißt die Seele. Thank you.
nicht für einen Weg entscheiden. Wir müssen keinen Weg vermeiden. Wir müssen niemanden beneiden. Wir müssen uns auf keinen Weg verkleiden. Nur gehen müssen wir. Nicht rennen, nicht sprinten, aber gehen. Sich entscheiden zu gehen, das ist wichtig, um zu leben. Nun lasst uns gemeinsam gehen, gemeinsam andere Wege gehen, unsere eigenen Wege. Sind wir nicht nur, sondern lasst uns leben, lasst uns die Zeit genießen. Bis zum letzten Tag, bis zur letzten Stunde, bis zur letzten Sekunde, bis zum letzten Tag, bis zum letzten Tick. Dankeschön.